Das hier, liebe Freunde, ist ein Golfkart, aber die eigentliche Maschine sitzt hier vor mir. Philipp Kostic ist wieder in seinem Element und wir von Fußball 2000 sind natürlich im Trainingslager dabei und freuen uns heute Abend auf euch hier aus dem Golfclub mit Special Guest und mit allem, was ihr müssen müsst zum Trainingslager. Also ab geht die wilde Fahrt. Brumm. Fußball 2000, wir sind wieder da und nach wie vor ganz nah dran für euch im Trainingslager der Eintracht hier in Windischgarsten. Weil die anderen Buben mich weiterhin hier schmählich im Stich gelassen haben, bin ich sehr froh, dass mein lieber Freund und geschätzter Kollege Christopher Michel heute zu Gast ist hier bei uns bei Fußball 2000. Gute Chris! Ja, gute Phil und gute Zuschauer. Gute Zuschauer, so sieht's aus. Wir sind ein paar Tage jetzt auch hier und wir wollen natürlich jetzt mal über alles reden, was sich die letzten Tage so ein bisschen getan hat. Und da hat der liebe Chris hier vorgestern bei vielen Eintracht-Fans, auch bei uns in der Community, für einen kleinen Blutsturz gesorgt. Chris, du hast offenbar Informationen, was die Maschine, was Philipp Kostic angeht. Der, so ist es, so hast du es zumindest gesagt, ist nah dran an der Vertragsverlängerung. Was kannst du uns sagen? Was ist Stand der Dinge? Also Stand der Dinge ist ganz einfach. Bei Philipp Kostic hat offenbar, so unsere Informationen, ein Umdenken stattgefunden. Es hat ja mal angefangen im Juni, Einigung mit Juventus Turin. Die kamen sich näher und näher. Es wirkt irgendwie so, als wäre es nur noch eine Frage der Zeit. Und jetzt läppert sich das ja schon seit ein paar Tagen. Turin holt neue Spieler und es deutet sich mehr und mehr so eine Wende an, kann man wirklich sagen. Also erst war es irgendwie, Philipp Kostic bleibt und auf einmal kommt so, die Eintracht hat so ein Angebot nochmal nachgebessert, vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Geldschein hingelegt und da setzt ein Denkprozess bei einem Spieler an, der sich hier auch sehr wohl fühlt. Das hast du aus der Mannschaft gehört, hast du gesagt. Oder liegt es nur an dem neuen Angebot der Eintracht oder liegt es vielleicht auch daran, dass Juventus irgendwie andere Pläne hat inzwischen? Ich denke auch, das ist eine Mischung natürlich. Ich glaube, Juventus Turin ist ein Brettverein. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das zählt zu den Top-Vereinen in Europa. Wenn so ein Verein anklopft, dass du da lange nachdenkst und dir das dreimal überlegst, sagt ja auch immer wieder Markus Krösche, dass ein Philipp Kostic so eine Entscheidung lange überdenken muss. Das ist klar. Aber wenn natürlich auch ein Philipp Kostic sieht, vielleicht ist die Wertschätzung nicht ganz so groß, wie sie hier in Frankfurt ist, wo er vom Publikum geliebt wird. Definitiv. Wir erinnern uns an Barcelona, an diese Bilder. Eine lebende Eintracht-Legende. Und vielleicht ist ihm auch bewusst geworden, was es bedeutet, wenn er hier wirklich unterschreibt und sagt, hey, so schlecht verdiene ich hier nicht. Ich kann Champions League spielen, ich habe eine coole Truppe. Die haben Mario Götze geholt, Kolumuani, Alario, die vielleicht jetzt auch mal wieder so Flanken von mir abnehmen können. Ja, vielleicht kommt dann so ein Schritt dahin. Mario Götze übrigens hat gerade hier hinter uns Fußballgolf gespielt, denn das machen die Buben heute. Ein bisschen Lasergewehrschießen noch. Es ist ein bunter Tag, es ist Cheat Day sozusagen für die Eintracht-Jungs. Mario Götze übrigens heute vor 8 Jahren, das hat der Mann, der die tollen Bilder für euch macht, Andi Böhm, der weltbeste Kameramann, heute herausgefunden. Vor 8 Jahren heute hat Mario Götze uns zum 4. WM-Titel im Maracana von Rio geschossen. Mal gucken, ob wir ihm das nachher nochmal, ob wir ihm persönlich nochmal danken können. Aber nochmal kurz zurück zu Philipp Kostic, Chris. Wie hoch würdest du die Chance beziffern, dass er bleibt? Ich mache eine kleine Timeline. Im Juni, Anfang Juni, hätte ich dir noch gesagt, die obligatorischen 5%, also eher keine Chance. Jetzt würde ich sagen, ist das Pendel ausgestoßen in Richtung über 50%. Aber ich will hier auch keine 100% Garantie aussprechen, nicht, dass es am Ende heißt. Also ich würde mal sagen, man ist bei der Eintracht auch vorsichtig optimistisch und guck mal, was passiert. Aber ich gehe mal auf die 50% plus. Und was ich euch sagen kann, ist von den Eindrücken, die wir hier jetzt in der Woche in Österreich gesammelt haben, und Andi Böhm, mein Kameramann, sagt es auch, und der hat schon sehr viel Fußball gesehen, nick mal mit der Kamera, wenn du mir zustimmst. Philipp Kostic präsentiert sich hier nicht wie ein Spieler, der weg will. Also weder von der Mimik, Gestik noch von dem, was er auf den Platz bringt. Man hat den Eindruck, dass er so viel Bock wie vielleicht nie zuvor hat auf die Eintracht. Ja, den Eindruck kann ich nur bestätigen. Der lacht viel, der juckt rum, er redet mit den Jungs. Philipp Kostic ist auch ein Profi durch und durch, das wissen wir auch, aber dem macht es hier Spaß und der wirkt nicht so, als würde hier auf gepackten Koffern sitzen und sagen, nach Windischgarsten gehe ich nach Torino. Es ist schon, es macht was mit einem in diesen Tagen, oder, ihr Lieben? Schreibt mal in die Kommentare bitte, was ihr machen würdet, sollte Philipp Kostic hier zeitnah den Rentenvertrag unterschreiben. Was wird das mit euch machen? Was werdet ihr bereit zu tun? Flitzen durch die Zeil oder irgendwas Ähnliches und vor allen Dingen lasst uns ein Like da, wenn ihr möchtet, dass Kostic hier zeitnah verlängert. Wir drucken die Likes alle aus und übergeben sie oder sowas in die Richtung. Christopher, generell mein Eindruck hier, diese Qualität, diese Intensität in einer Eintracht-Mannschaft zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung, habe ich so noch nie erlebt. Du?
Nee, also ich glaube 93, 94 warst du wahrscheinlich auch noch nicht ganz so nah dran, genauso wie ich. Also da standen wir nicht gerade als Kiebitzer am Trainingsplatz. Nee. Aber wenn ich mir jetzt denke, dass ich das seit 6, 7 Jahren so nah begleite, also das ist unfassbar, was für Variationsmöglichkeiten du als Trainer hast, was du eine individuelle Qualität hast. Jede Trainingseinheit ist gefühlt richtig stramm, richtig viel Tempo dahinter. Also das ist eine Eintracht-Qualitätsmannschaft am 13. Juli. Ja, also à la Bonheur, da kann man nur den Hut bislang ziehen, was da geleistet wurde. Das ist echt so. Und vor allen Dingen, jetzt stell dir vor, die würden auch wirklich alle bleiben. Also die Mannschaft, so wie sie Stand heute hier ist, mit Kamada, mit Ndika. Wie hoch bezifferst du die Chance, dass wirklich alle drei, also Kostic, Ndika, Kamada, in der kommenden Saison für die Eintracht spielen? Also ich würde sie nicht als so gering bezeichnen, wie es alles meinen Anschein gemacht hat. Wir müssen es ja sagen, der 18. Mai war ein Gamechanger. Das ist ganz einfach so. Die Jungs wissen, was nächstes Jahr kommt. Champions League mit einer Truppe, wo sie sich wohlfühlen. Die performen alle auf sehr hohem Niveau. Die Top-Angebote scheint es auch nicht zu geben bislang. Also das muss man auch ehrlich sagen, hier kam jetzt noch keiner mit dem Geldkoffer an, hat 60 Millionen für die drei hingelegt und gesagt, ich hole die alle drei. Den hätten wir auch gesehen dann. Den hätten wir wahrscheinlich dann auch gesehen. Nach Detari, oder? Endlich mal Millionen, die wir sehen. Wo sind sie überhaupt hin, die Detari-Millionen? Die Frage steht nach wie vor im Raum. Schreibt sie in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo. Vielleicht bringt er sie ja jetzt zur Traditionsmannschaft, wo er bald mitkickt. Vielleicht kommt er ja mit dem Köfferchen. Aber also die Eintracht hat einfach inzwischen Argumente, die wuchtig sind. Es ist auch, vermute ich mal, ein bisschen Geld da nach der Qualifikation. Und wenn du einen Ndika oder Kamada oder Kostic verlierst, brauchst du ja Ersatz. Und vielleicht sagst du dann eher, Leute, können wir euch für das Jahr nicht nochmal anderweitig motivieren? Ja. Daher, gegen Bayern, glaube ich, sehen wir es alle drei noch. Und ich glaube, da hinten läuft sie gerade vorbei. Die Maschine, Philipp Kostic. Ne? Und ihr seht, er ist echt gut drauf und er sieht auch gut aus. Philipp, Daumen hoch. Ne? So, genau. Also, ich finde überhaupt, dass im Trainingslager hier, es ist eine wahnsinnig entspannte und trotzdem konzentrierte Stimmung. Die Mannschaft ist extrem nahbar, auch mit den Fans im Zusammenspiel. Das ist alles, das hat so einen ganz speziellen Vibe. Und lass uns mal ein bisschen den Blick vorauswerfen. Wenn jetzt morgen Anpfiff wäre zur neuen Saison, darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht. Wie würde ich die Mannschaft aufstellen? Denn es gibt ja gerade im Offensivbereich wahnsinnig viele neue Optionen. Spannend ist bei mir, wenn wir jetzt mal durchgehen würden, ja, und du stellst von hinten an auf, so wie sie jetzt heute da sind, müssen wir nicht drüber reden. Trapp im Tor, ist klar. Spannend wird es aber jetzt eben hinten in der Dreierabwehrkette. Für mich wäre die Mannschaft vom Euroleague-Finale, also mit Tuta zentral, Dika links, Touré rechts, stand heute die Mannschaft, die spielen würde. Bei dir? Ja, das sehe ich ähnlich, das zeigen auch die Eindrücke. Herr Vojo Smolcic macht zwar schon einen sehr guten Eindruck, ja. Aber als Linksfuß, Ndika als Konkurrent, da sind wir uns, glaube ich, einig. Besser, als wenn du mit beiden, ja, Füßen, ja. Als wenn du mit beiden Füßen stark bist. So wie Timothy Chandler. Ja? Den kannst du auf alle Seiten stellen. Du. Und ins Sturm und ins Tor. Überall hin. Tor nicht. Nein, das nicht. Aber, also wie gesagt, Smolcic wird sich rantasten, macht einen guten Eindruck. Tuta haben wir jetzt auch Grösch und Glasner angedeutet, Richtung Abwehrchef als letzter Mann mit seinem Spielaufbau und allem. Und Almami Touré. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das hätten wir beide vor 4, 5 Monaten nicht gesagt, dass wir mit ihm als Stammrechtsinnenverteidiger reingehen würden, weil man auch sagen muss, ich glaube, den Eindruck hast du euch auch, sagen wir es so, Onguene wird noch etwas Zeit brauchen. Ob es besser wird, werden wir sehen. Er wird Zeit brauchen. Er kommt andere Liga. Wir kennen das Eingewöhnungsprozess, aber bislang haben Touré, Tuta und Ndika, bin ich ganz bei dir, die Nase vorne und im Tor müssen wir sowieso nicht über eine Hackordnung reden. So sieht's aus. Touré finde ich auch sehr, sehr stark. Der hat seine Form aus der Euroleague-Endphase letzte Saison auch wirklich konservieren können. Smolcic sehe ich auch eine Klasse besser als Onguene momentan. Der ist auch fußballerisch schon einen Schritt weiter. Onguene hat eine gute körperliche Präsenz, aber fußballerisch noch Luft nach oben. Okay, sind wir uns da einig? Ich glaube, die beiden Schienenspieler, wenn es keinen Systemwechsel gibt, was Stand jetzt der Fall wäre, solange ein Kostic da ist, ist denke ich auch klar. Ja, also Kostic links, Knauf rechts, der jetzt natürlich, müssen wir auch betonen, angeschlagen gerade ein bisschen aussetzen muss, ein paar Wehwehchen hat, aber Ansgar Knauf hat ja als bester Jungspieler der Europa League letztes Jahr, hat er natürlich auch einen deutlichen Vorsprung vor der Konkurrenz. Buta verletzt auf rechts, Timmy Chandler, so gern wir ihn natürlich haben, aber eher, jetzt hört er uns leider nicht mehr, aber nein, aber ich glaube auch Timmy kennt ja seine Rolle jetzt bei der Eintracht im Kader einfach ganz gut. Ich glaube, da ist er jetzt auch nicht beleidigt, wenn wir sagen, er ist nicht die allererste Wahl und daher nein, die Schienenspieler Knauf und Kostic. Und vor allen Dingen,
Vor allen Dingen, solange Paciencia noch da ist, hat Timmy ja auch was fürs Herz. Also das Ehepaar Chandler-Paciencia ist so verliebt wie nie zuvor. Ich glaube, das können wir auch sagen. Gut, wir machen mal weiter. Doppel-6, glaube ich, steht auch mit Rode und So stand jetzt, oder? Gibt es auch keine Diskussion? Wenn Rode fit ist, spielt er. Genau. Wenn So fit ist, spielt er. Das sieht ja so aus. So. Ja. Und dann sind wir schon an dem Punkt, wo wir sagen, das ist bis jetzt exakt die Finalelf von Sevilla. Aber jetzt wird es halt spannend davor. Dann haben wir noch 3 Positionen übrig da vorne. So, und wir gehen durch. 3 Positionen für die Herren. Kamada, Lindström, Götze, Boré, Kolo Muani, Alario. Von den 6 musst du Stand jetzt 3 draußen lassen. Chris, was machen wir denn da? Wen lassen wir da draußen? Also erstmal, ich denke mal, die Finalelf hat sich was erarbeitet, ja. Aber ein Kolo Muani, das sehen wir in jeder Trainingseinheit, der hat Qualitäten überzeugen. Alario ist für mich zwar noch nicht 100% angekommen, aber du erkennst einfach, wenn der vom Tor ist, der weiß, wo die Bude steht. Und was Mario Götze kann, hat er nicht nur vor 8 Jahren gezeigt, das hat er jetzt in Eindhoven gezeigt und das hat er auch bei Dortmund gezeigt. Total. Und ich finde bei Götze übrigens auch, und das haben wir auch mehrfach gesehen in den Trainingseinheiten, der verliert halt auch einfach keinen Ball. Der hat eine Fußballintelligenz und was ich krass finde, in jeder Pressing-Situation unter Druck, ist völlig egal, der verliert keine Bälle. Es ist so, als hätte der Augen im Hinterkopf, als würde er jede Situation auf dem Platz schon im Voraus erahnen. Das habe ich so in der Form bei der Eintracht ehrlich gesagt noch nie gesehen. Dito, gestern war so eine Aktion, da wurde er von 3 Leuten angelaufen und macht eine kleine Bewegung und alle 3 sind im Leeren und er spielt in Ruhe seinen Pass und die können über die andere Seite aufbauen. Also unfassbare Qualität. Und dann hast du aber noch Kamada, der übrigens Boré, ein brutal gutes Trainingslager. Brutal, der mit rechts und links schießt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Du hast den Boré noch vorne drin und du hast den Jesper Lindström. Und dann hast du natürlich auch noch eigentlich andere Namen, die da gerne rein wollen. Jens Vetterhorge, Gonzalo Paciencia, ja. Der ja noch da ist. Also eine Qualität in der Offensive, die Glasner letztes Jahr auch schon gerne gehabt hätte. Es ist ein Luxusproblem und in der Offensive sind wir sehr gespannt, was dann da passieren wird. Ihr schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn morgen früh Anpfiff wäre zur neuen Saison, erstes Pflichtspiel Magdeburg, wie würde eure Startelf aussehen? Es ist wirklich hochspannend, es ist sehr, sehr spannend. Aber Chris, ich bin so gehypt schon für die neue Saison. Ich habe so richtig, richtig Bock, wenn ich diese Jungs hier kicken sehe. Also für mich auch könnte es morgen schon losgehen. Wie ist es bei dir? Ja, Dito, man wartet jetzt einfach. Man hat jetzt 3-4 Wochen die Eindrücke gesammelt und jetzt hat man noch die beiden Testspiele, die 3, die jetzt noch kommen und dann kann Magdeburg kommen und dann wird man sehen, ob die Jungs das auf die Palette wirklich bekommen. Aber der Kader macht viel Lust, die Zusammensetzung macht viel Lust und auch die jungen Spieler machen viel Lust. Ja, übrigens auch Ali Du, über den haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Ja. Auch der sich sehr gut präsentiert, finde ich. Ja, genau. Vor allen Dingen mit dem Faktor Tempo, genau wie Kolo Muani. Ja. Also es ist wahnsinnig viel in Bewegung. Es macht mächtig Spaß und wir werden die Entwicklung auf jeden Fall weiter für euch verfolgen. Danke Chris und Grüße an die Fußball 2000 Community. Gute, lasst euch gut gehen. Manchmal ist das Leben ja durchaus etwas verwirrend. Hier zum Beispiel in Österreich fragen wir uns, was heißt eigentlich genau dieses Verbotsschild? Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Und Stichwort verwirrt sein. Wie viele Neuzugänge hat die Eintracht eigentlich inzwischen? Und wer sind die und was können die? Wir haben Teil 1 unseres Neuzugangs-Check für euch. Und den guckt ihr euch jetzt bitte an, nachdem ihr uns in den Kommentaren verraten habt, was dieses Schild hier heißt. Viel Spaß dabei.